Exzellenz, Sie sind der Privatsekretär des Papst Emeritus Benedikt XVI. Wie geht es ihm jetzt und wie hat er das Missbrauchsgutachten, aber auch die nachfolgenden internationalen Medienberichte aufgenommen? Vor einer guten Stunde haben wir miteinander die Heilige Messe gefeiert, mit dem Memories, haben dann darauf die Laudes gebetet und gefrühstückt. Jetzt bin ich hier. Es ging gut, er hat sehr gut geschlafen. Es ist selbstverständlich der große Druck, der auf ihm lastete, bis zur Veröffentlichung seines Briefes, aber auch des Faktenchecks gewichen, Gott sei Dank. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, er war immer ruhig, er war gelassen und er hat, was er konnte, getan und hat sich, wo notwendig, eben auch helfen lassen. Aber er ist guter Dinge, er ruht in Gott und ist Gott sei Dank auch, natürlich ist er altersmäßig schwach, das liegt einfach an den fast 95 Jahren, die er in 2 Monaten feiern wird. Aber er ist geistig glasklar und hell und hat Gott sei Dank den Humor nicht verloren. In seinem jüngsten Brief bat Benedikt XVI. Die Opfer sexuellen Missbrauchs um Vergebung, wies aber gleichzeitig alle konkreten Anschuldigungen gegen seine Person zurück. Das wird jetzt von vielen als Widerspruch wahrgenommen. Wie passt das zusammen? Ja, Sie kennen ja die Geschichte, dass nach der Veröffentlichung des Gutachtens von München, da ist ein Fehler unterlaufen. Dieser Fehler ist passiert, nicht Papst Benedikt, sondern das hat er ja auch in seinem Brief angedeutet, aber es wird mit Faktencheck eindeutig dargelegt, wie es dazu gekommen ist. Es war ein Versehen, das leider passiert ist, das hätte nicht passieren sollen und dürfen, aber es ist passiert. Ich kann mich noch gut erinnern, als die Stellungnahme, die er an die Kanzlei geschickt hat, beim letzten Durchgang Frage-Antwort mit mir nochmal besprochen hat, dann sagt er, in dieser Sitzung der berühmten am 15. Januar 1980, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Wenn aber hier steht, dass ich abwesend war, dann sind diese Abwesenheit ist eben belegt oder damals belegt aufgrund eines Dokuments der Sitzung und da ist der Fehler passiert. Wenn ich also abwesend war, dann nehme ich das an. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Da sage ich, Heiliger Vater, das ist hier aus den Akten, die wir digital eingesehen haben und es ist davon auszugehen, dass das stimmt. Und es wurde nicht mehr nachgeprüft, überhaupt nicht mehr. Bis zum Schluss, erst bei der Vorstellung des Gutachtens, als dann einer der Gutachter sagte, also wir haben hier den Beweis, Benedikt war anwesend und nicht abwesend, bin ich natürlich verschrocken, die anderen auch. Und dann haben wir nochmal nachgeprüft und in der Tat, da ist eine Verwechslung passiert. Ich habe das dann Papst Benedikt gesagt, da sagt er, müssen wir sofort sagen, dass das ein Fehler war, ein unsererseits. Es war keine Absicht. Also es war keine Lüge, eine Lüge geschieht nur mit Absicht, sondern ein Fehler. Das müssen wir sagen, schnellstmöglich bereiten Sie eine Presseerklärung vor und besprechen Sie das mit dem Staatssekretariat und dann weiter. So kam es, dass ich eben dann am Nachmittag des 24. Januar eine Presseerklärung mit ausgeteilt habe und entsprechend dann auch in Aussicht gestellt habe, dass Papst Benedikt sich dazu in einer Stellungnahme persönlich äußern wird. Dann kam die Stellungnahme, er sagt, ich werde einen persönlichen Brief schreiben, aber es soll auch zu den Anklagen, die gegen mich erhoben werden, beziehungsweise gegen die, nicht nur Anklagen, sondern auch gegen Unterstellungen, sollen diejenigen aufgrund des Aktenmaterials antworten. Es soll aber so sein, dass es einen persönlichen Brief von mir gibt und als zweites einen Anhang oder wir nennen das im Deutschen etwas salopp einen Faktencheck. Er hat den Brief geschrieben und die Berater, die wir inzwischen ja dem Namen nach kennen, die ihm auch geholfen haben bei der Stellungnahme, haben eben das ihre getan und haben auch in einer wichtigen Sache dann gesagt, wie es zu diesem Fehler gekommen ist und auch wer die Schuld trägt oder wer dafür verantwortlich ist. Für diesen Fehler, vielleicht wenn ich hier nur einhaken darf, muss das auch ein wenig in Kontext setzen. Nicht? Das Missbrauchsgutachten selbst hatte rund 1000 Seiten.
Papst Benedikt erhielt einen Fragenkatalog, bevor dieses Gutachten veröffentlicht wurde. Tausende Seiten von Dokumenten, wenn ich es richtig verstehe, die durchgesehen werden mussten. Und auf Basis dieser Arbeit wurde dann eine 82-seitige Entgegnung geschrieben, wo eben dieser Fehler, den Sie erwähnt haben, passiert ist. Jetzt ist es aber so, dass der Fehler darum sich drehte, war Benedikt anwesend oder nicht. Und trotz seiner Anwesenheit, das ergab nun das angefügte, die angefügte Entgegnung bei zum persönlichen Brief, trotz seiner Anwesenheit wurden sozusagen diese Missbrauchsfälle in dieser Sitzung nicht diskutiert und das ist auch belegt. Aber das ist etwas, was man nicht unbedingt jetzt in den Medien, in allen Medien vernommen hat. Vielleicht darf ich dazu ein bisschen ausholen. Papst Benedikt wurde gefragt, ob er bereit sei, an diesem Gutachten mitzuwirken. Er sagt, ich habe nichts zu verbergen, ich bin gerne bereit. Daraufhin kamen in der Tat gegen die 20 Seiten Fragen und der Hinweis, selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, auch dann die Dokumentation, aufgrund derer diese Fragen gestellt wurden, zu sehen. Papst Benedikt hat dann geantwortet, in seinem Alter kann er nicht nach München reisen, er kann also nicht ins erzbischöfliche Ordinariat, ins Archiv, um dort Akteneinsicht zu nehmen. Dann kam später der Hinweis, es besteht die Möglichkeit, das auch digital zu tun. Papst Benedikt ist mit der neuen Welt des Computers, der ganzen digitalisierten Welt, nicht sonderlich vertraut und hat daraufhin auf meinen Vorschlag einen Professor beauftragt, das ist als bekannt, der Professor Mückel aus Rom, den ich sehr gut kenne, den ich schätze, aufgrund seiner Qualität. Er ist Jurist und er ist Kanonist, ein sehr guter Theologe. Und er musste dann auch eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben gegenüber der Diözese und auch gegenüber der Kanzlei, ob er bereit ist, das zu machen und natürlich schweigen. Das hat er getan. Und dann siehe da, es waren 8000 Seiten Akteneinsicht digital. Und er konnte nicht speichern, er konnte auch nicht kopieren. Also wie früher beim Studieren, er musste exzerpieren. Das ist eine unglaubliche Masse von Informationen. Zumal eben die Mitteilung, dass es digital möglich ist, ja nicht von Anfang an kam, sondern erst auf Nachfrage. Er hat das alles aufbereitet und dann wurde das natürlich auch dann in einer logischen Folge im Hinblick auf die Fragen geordnet. Dann kam ein erster Entwurf von den Beratern oder von den Mitarbeitern und Benedikt hat das angeschaut und in diesem ersten Entwurf war bereits die Verwechslung schon drin, beziehungsweise dieser Fehler. Dieser Fehler ist keinem aufgefallen, also weder den vier Mitarbeitern, noch mir, noch Papst Benedikt. Nur, was ich vorher sagte, als er dann fragte, ja, ist es dann so, dass ich da nicht anwesend war? Ich sage, ja, das steht so, das geht aus den Akten hervor und das war der Fehler. Gut, dann ging es weiter, die Stellungnahme wurde eben dann abgeschickt, die 82 Seiten, die eben verfasst worden ist von den Beratern, die Benedikt regelmäßig gegengelesen hat und auch einige Veränderungen vorgenommen hat, auch einiges verbessert hat. Und es gab dann 82 Seiten. Es kam der Vorwurf, es sei zu juristisch, das ist nicht die Sprache Benedikts. Auf juristische Fragen, teilweise auch recht kompliziert und teilweise auch etwas wellig, wenn ich mal etwas vorsichtig ausdrücken darf, formuliert, kann man nur in der gleichen Sprache antworten. Natürlich, es werden ja in diesem Gutachten knapp 500 Fälle, die präsentiert, dokumentiert. In vier davon wird Papst Benedikt sozusagen vorgeworfen, falsch gehandelt zu haben. Und einer dieser Fälle, über den haben wir jetzt gesprochen, wo eben es eine Sitzung gab vor mehr als 40 Jahren in der Erzdiözese und darum dreht sich sozusagen jetzt diese ganze Kommunikation auch. Kürzlich erschien der Brief des Papstes, ein sehr persönlicher Brief und eben auch eine juristische Klarstellung, die dann doch sehr deutlich sagt, alle Vorwürfe werden hier zurückgeworfen und das kann auch belegt werden. Der Brief ist aber
relativ emotional gehalten, wenn ich das so ausdrücken darf, und entschuldigt sich auch. Also der Papst Emeritus entschuldigt sich fast im Namen der Kirche bei allen Opfern. Das wurde ihm in vielen Medien jetzt so ausgelegt, als würde er sich für seine Verfehlungen konkret für diese Fälle entschuldigen. Dem ist es aber nicht so. Ich möchte gerne zunächst noch mal einmal auf die, ich antworte gerne darauf, aber möchte zuerst noch mal auf diese Sitzung, diese berühmte Sitzung zurückkommen. In dieser Sitzung, aufgrund des Verbale, in Deutsch sagen wir des Protokolls, geht hervor, Anwesenheit Erzbischof Kardinal Ratzinger und der damalige Generalvikar war nicht anwesend, der war abwesend. Der Personalreferent hatte von einer Diözese aus Deutschland die Bitte erhalten, ob ein Priester, der für eine bestimmte Zeit nach München kommt, zu einer Behandlung in einem Münchner Pfarrhaus wohnen dürfe, während der Behandlung. Das war Gegenstand der Sitzung. Der Beschluss lautete, bitte entgegenkommen der Diözese, die angefragt hat, wir werden einen Priester nennen oder einen Pfarrer, in dessen Pfarrhaus er wohnen kann. Da ging es überhaupt nicht um Inhalt. Das heißt, es ging nur darum, ob dieses Gesuch angenommen werden soll oder nicht. Und da auch Kardinal Ratzinger, der anwesend war, hat natürlich dann gestimmt, selbstverständlich, wenn wir helfen können, dann helfen wir. Was dann später daraus wurde, die Mitarbeit da, das entzog sich seinem Wissen. Und es wurde damals auch gar nicht besprochen. Auch der Grund der Therapie, dass es möglicherweise um einen pädophilen Priester, wurde überhaupt nicht gesagt. Also da steht im Verbale, da steht also im Protokoll, das nicht drin. Die Behauptung, er habe gewusst davon und er habe ihn eben geschützt und damit vertuscht, ist schlichtweg eine Lüge. Und ich sage es mal ganz offen, ist schlichtweg eine Unterstellung. Das stimmt einfach nicht. Da muss man die Fakten, so wie sie sind, kennen und auch die Fakten, so wie sie sind, annehmen. Dann kann ich es interpretieren. Aber ich kann nicht das Pferd gegen den Strich striegeln. Das geht einfach nicht. Das ist eine Unterstellung. Das nimmt auch dann letztlich die moralische Glaubwürdigkeit von Papst Benedikt. Da kann er sich auch nicht mehr wehren. Dann zu Ihrer letzten konkreten Frage. Sie haben völlig recht, Benedikt sagt, als er den Brief geschrieben hat, es soll ein sehr persönlicher Brief sein, darum eben auch die Trennung zwischen meinem Brief und dem Faktencheck. Damit man auch sieht, das ist mein Brief, den ich geschrieben habe, und der Faktencheck, das ist das Werk der vier Mitarbeiter, das ich natürlich kenne und auch unterschreibe. Aber dieser Brief sollte eben für ihn, den hat er ja geschrieben, einfach, wenn man so will, vor dem Angesicht Gottes. Auch der letzte Absatz ist vielleicht der Schlüssel zum Ganzen. Da sagt, ich stehe ja eigentlich schon mehr oder weniger vor dem, der richtet über Leben und Tod, vor einem gnädigen Richter. Und angesichts dieses Faktums hat er sich tatsächlich nicht das erste Mal bei den Opfern des Missbrauchs entschuldigt. Ich erinnere mich noch sehr gut, das kommt im Brief ja auch vor, dass er öfters auf den Reisen als Papst Missbrauch, also Personen, die missbraucht, sexuell missbraucht worden sind, von Priestern getroffen hat. Es waren sehr emotionale, immer in der Kapelle, ohne Presse, ohne alles, immer in der Kapelle, mit einem kurzen Gebet beginnend und dann die Begegnung. Und mein Mann, ich konnte auch sehen danach, also wie diese Begegnungen gewirkt haben. Da geht es gar nicht jetzt um Futterschneiden für sich selbst, sondern da geht es einfach um Berichten von Fakten. Und viele dieser Opfer haben ja nachher auch dann selber ausgesagt, entweder vor Radio, vor Fernsehkameras, wie diese Begegnung gut getan hat und wie da einfach jetzt einmal dieser Druck, diese schwere Not gelindert worden ist. Wobei Benedikt immer sagte, jedes Missbrauchsopfer ist zu viel, das heißt, jede Tat ist zu viel und sie ist letztlich auch nicht wieder gut zu machen. Das Einzige, was helfen kann, ist die Bitte um Vergebung
und auch die Bitte, sozusagen diese Menschen unter den Schutz Gottes zu stellen. Sie haben ihn viele Jahre begleitet, als jemand, der mit ihm gearbeitet hat, ihn unterstützt hat. Hat sich seine Haltung zum Thema Missbrauch geändert oder war sie immer schon so, wie wir es jetzt auch nachverfolgen können im Brief und in dem, was Sie uns gerade auch berichtet haben? Ich bin seit dem Jahre 1996 in der Glaubenskongregation tätig gewesen. Also ab 1996 als Mitarbeiter und dann ab 2003 als sein persönlicher Sekretär. Und ich habe gleich von Anfang an gesehen, wie seine Haltung ist. Die hat sich im Vergleich zu heute, im Vergleich zu der Zeit, als er Papst war, überhaupt nicht geändert. Im Gegenteil, es ist so, er war von Anfang an überzeugt, es muss hier Transparenz geschaffen werden, es muss hier Klarheit geschaffen werden, es muss Ross und Reiter beim Namen genannt werden und wir dürfen nicht vertuschen. Und er hat das in der Weise gemacht, dass eben mit Johannes Paul II. Versucht hat, also aus dieser Überzeugung auch ein konkretes Handeln zu generieren. Das heißt konkret, was muss dann der Vatikan, was muss die Kirche tun, um tatsächlich zu diesem Ziel kommen? Es hat sich ein Mentalitätswandel vollzogen. Und diesem Mentalitätswandel musste sich natürlich auch eine auf rechtlicher Ebene einen Wandel vollziehen, damit man tatsächlich ein Instrument hatte, um dem entgegenzuwirken. Johannes Paul II. Hat daraufhin die Glaubenskongregation auch zu einem Gericht gemacht, wenn ich das mal sagen darf, und hat ihr die Kompetenz übertragen, in diesem Punkt, diese Kompetenz war vorher in einer anderen Kongregation, hat das einer der Kongregation entzogen und hat es der Glaubenskongregation gegeben. Und seit dem Zeitpunkt ist die Aufarbeitung, die Klärung vorangegangen. Das heißt, Benedikt, damals noch Kardinal Ratzinger, spielt eine entscheidende Rolle auch für den Umgang mit Missbrauchsfällen und für mehr Transparenz in der Kirche. Er spielt nicht nur eine entscheidende Rolle, er war die entscheidende Figur, der entscheidende Mann, der zu Transparenz wirklich nicht nur geraten, sondern auch zu Transparenz geschritten ist. Man kann sagen, er ist der Vater der Transparenz und hat dadurch auch den damaligen Papst Johannes Paul II. Überzeugt. War das einfach für ihn oder musste er dafür kämpfen? War das etwas, wo er mit offenen Armen empfangen wurde? Nein, also ich möchte ja natürlich jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber es gab inneren Widerstand. Es gab Widerstand und dieser Widerstand wurde ihm gegenüber auch deutlich geäußert. Aber er war überzeugt, dass dieser Widerstand mit Hilfe von Papst Johannes Paul II. Überwunden werden kann und überwunden werden muss und auch überwunden worden ist, Gott sei Dank. Da gibt es eine ganze Reihe von, wenn man ins Archiv der Kongregation schaut, kann man eine ganze Reihe von wichtigen Dokumenten erkennen, die auch zusammengestellt worden sind, um zu sehen, wie Schritt für Schritt, wie bei einem Mosaik, tatsächlich zu diesem Ziel geführt worden ist. Und dann ging es weiter, als Papst hat er natürlich dann auch diese Linie weitergezogen, auf einer höheren und auch auf eine sehr intensive Weise. Und das ist die Linie, auf der Papst Franziskus auch weiterschreitet. Vielleicht können Sie uns auch direkt noch ein konkretes Beispiel geben, was zum Beispiel Präfekt Ratzinger oder auch Papst Benedikt XVI. Unternahm, um diesen Missbrauch auch in der Kirche transparent zu machen, aber auch zu verhindern. Wenn Sie mich um konkrete Beispiele fragen, dann fällt mir eines sofort ein als Präfekt und eines für Papst Benedikt selbst. Präfekt Ratzinger hat, das weiß die ganze Welt, auf Bitten von Papst Johannes Paul II. Die Meditation zum Kreuzweg zum Jahre 2005 geschrieben. Und da hat ja eine Station in besonderer Weise, wenn ich so sagen darf, Aufsehen erregt, wo er spricht, dass es viel Schmutz in der Kirche gibt, bei Gliedern in der Kirche, und dass dieser Schmutz von innen kommt und nicht von außen, dass dieser Schmutz eben gereinigt werden muss, dass die Kirche von diesem Schmutz gereinigt werden kann. Das ist ein sehr starkes Bild für einen ganz konkreten Hintergrund, für einen ganz konkreten Sachverhalt. Und ich glaube, wer da Ohren hat zu hören, der höre.
Das Beispiel, das ich jetzt für Papst Benedikt XVI. Nennen möchte, ist der Brief an die Katholiken in Irland. Sie wissen, in Irland war das eines der ersten Länder, in denen es ja grausam zuging, nach den verschiedenen Untersuchungen, was da rausgekommen ist. Und er hat daraufhin einen recht langen Brief an die Katholiken in Irland geschrieben, in dem einerseits sehr persönlich, dass er sehr persönlich spricht, auf der anderen Seite aber auch ganz konkrete Konsequenzen nicht nur fordert, sondern dass diese Konsequenzen dann eben auch eingetreten sind. Das sind zwei Beispiele, die nach außen deutlich zeigen, dass seine Linie als Präfekt, aber auch als Papst die gleiche war, nur eben zunächst in der Eigenschaft als Präfekt und dann in seinem Amt als Nachfolger Petri. Von diesen Dingen habe zumindest ich persönlich in den Medien jetzt wenig erfahren, gelesen in den letzten Tagen und Wochen, wo auch die Figur des Papstes, sozusagen die Person des Papstes, stark diskutiert worden ist. Haben Sie das Gefühl, auch nach dem Brief, nach dieser auch juristischen Klarstellung, dieser Entgegnung, dass die Menschen, dass die Gläubigen in der Welt verstanden haben, dass tatsächlich eigentlich alle Verdachtsmomente ausgeräumt sein sollen? Wie sehen Sie das? Ist das angekommen? Wenn ich das beurteilen könnte, wäre mir viel wohler. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich kann nur sagen, dass eben in den Medien sehr unterschiedliche Reaktionen wahrzunehmen sind oder wahrgenommen werden konnten. Auch ländermäßig unterschiedlich. Wenn ich in Deutschland herumschaue oder wenn ich nach Deutschland schaue, muss ich sagen, hat man versucht, immer wieder, das ist jetzt leicht verallgemeinert, aber immer wieder sozusagen dem Papst irgendwas zu unterstellen. Also ich habe vorgefunden eine große, manchmal eine maßlose Voreingenommenheit gegen die Person und eine nicht minder maßlose Unkenntnis der Fakten. Entweder man kennt sie nicht oder man will sie nicht ernst nehmen, weil das möglicherweise also dem Narrativ, das da entworfen worden ist, nicht entspricht. Und es ist offensichtlich so, dass also gegen diesen Mann, sei es Kardinal Ratzinger als Präfekt, sei es Papst Benedikt der 16., da bestimmte Dinge am Leben erhalten werden, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Das heißt, man will ihm, ich sage es mal etwas salopp, an den Karren fahren. Und das ist für mich also etwas Erschütterndes. Dem Mann, der in dieser wichtigen Frage, der ganzen Frage Missbrauch, Pädophilie, die entscheidenden Hilfen angeregt und dann umgesetzt hat, sei es als Präfekt, sei es als Papst, dem will man hier etwas unterstellen, was 25 Jahren Arbeit widerspricht. Also wir können wahrscheinlich schon sagen, dass der Ruf Benedikt XVI. Natürlich gelitten hat unter diesen Gutachten und den Berichten und auch wie das kolportiert wurde. Aber warum kam das gerade jetzt? Und vielleicht dürfen wir hier auch ein wenig spekulieren. Hat dieses Gutachten auch eine politische Dimension, vor allem wenn wir an die Situation der Kirche in Deutschland gerade jetzt denken? Als das Gutachten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vor 2 Jahren in Auftrag gegeben wurde, war es ja so, dass es sollte ja, glaube ich, Mitte letztes Jahr sollte das bereits veröffentlicht werden. Das hat sich dann verschoben aus verschiedenen Gründen. Und die letzte Verschiebung war dann nochmal wohl im November auf den Januar. Inwieweit da jetzt das temporal oder kausal mit dem, was Sie angesprochen haben, ich sage es mal etwas deutlich, mit dem synodalen Weg in Deutschland oder mit anderen Bewegungen zusammenhängt, darüber kann man spekulieren. Aber eines ist klar, dass bestimmte Ziele, die der synodale Weg anzielt, selbstverständlich etwas ist, wofür mehr oder weniger die Person und das Werk Benedikts im Wege steht. Und es ist einfach eine große, große Gefahr, dass eben all das, was Pädophilie betrifft, all das, was Missbrauch betrifft, jetzt sozusagen monokausal genommen wird, um diesen Weg erst einmal sozusagen zu eröffnen und dann diesen Weg zu gehen. Wir haben es ja gesehen letzte Woche, was an Texten verabschiedet worden ist, wo das hinführen soll.
Also hier geht es vor allem um moralische Lehrmeinungen der Kirche, die eigentlich, wo es Abstimmungen gab im synodalen Weg in Deutschland, die beschlossen haben, davon möchten wir uns lösen. Also Blick auf die Sexualität, Blick auf die Ehe, Blick auf vor allem diese Themen, auch das Priestertum und wie das Priestertum verstanden wird. Gut, ich meine, der synodale Weg ist ja eine Veranstaltung, die also nicht einer Synode entspricht, um es jetzt mal theologisch oder kirchenrechtlich zu sagen. Das ist eine Veranstaltung, die kann man machen und die können auch Texte fabrizieren, aber die haben keinerlei Bindung und schon gar nicht sozusagen in die Weltkirche hinein. Inwieweit die Ergebnisse dieser Texte fruchtbar sein können oder nicht fruchtbar sein können für den Prozess der Weltsynode, das wird man sehen. Ich bin überzeugt davon, dass sie unfruchtbar sind. Wenn ich eine andere Kirche will, die nicht mehr sozusagen von der Offenbarung her begründet ist, wenn ich eine andere Struktur der Kirche will, die nicht mehr sakramental ist, sondern pseudodemokratisch, da muss ich aber auch sehen, dass das mit dem katholischen Verständnis, mit der katholischen Ekklesiologie, dem katholischen Kirchenverständnis nichts zu tun hat. Das Gutachten wurde ja auch verwendet, um den synodalen Weg in Deutschland zu rechtfertigen und zu sagen, das ist unsere Antwort sozusagen auf dieses Gutachten, auf diese Fälle des Missbrauchs. Wird hier nicht auch in gewisser Weise eine politische, eine ja, fast ideologische Agenda auf dem Rücken der Missbrauchsopfer verfolgt? Das ist auch meine Überzeugung. Es wird immer gesagt, die Missbrauchsopfer stehen im Mittelpunkt. Und das ist völlig richtig. Aber daraus dann, es gibt ja das Wort vom Missbrauch des Missbrauchs. Und genau diese Gefahr wird dadurch selbstverständlich immer noch mehr verstärkt. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass in dem Moment, in dem versucht wird, etwas zu instrumentalisieren oder jemand zu instrumentalisieren, dass man dann also wirklich in vertuschender Weise zu einem Ziel kommen will, das nach außen mit einer anderen Realität sozusagen verdeckt werden soll, bis man meint, am Ziel angekommen zu sein. Aber ich bin da, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, einfach guter Dinge. Der Vorteil, hier in Rom zu leben, ist, dass man doch mit vielen verschiedenen Nationen, Kontinenten in Berührung kommt, in Berührung ist. Und manche mir sagen, also was da bei euch geschieht, das verstehe ich nicht oder das verstehen wir nicht und nicht mehr. Wenn in Deutschland gemeint wird, um es allgemein zu sagen, dass eben diejenigen, die jetzt in Frankfurt beieinander gewesen sind und die jetzt ihre Texte haben, dass sie Rom belehren müssten oder dass sie erstmal ihre wichtige Stimme nach Rom tragen, um Rom sozusagen auf die Sprünge zu helfen, dann dürfen sie das gerne tun. Ich wäre etwas vorsichtiger, ich wäre etwas weniger, jetzt sage ich es brutal, präpotent und würde dann also auch einen Gang runterschalten, auch in der Vorstellung in der Öffentlichkeit. Vielleicht noch eine Frage, ein wenig in eine andere Richtung. In seinem Brief erwähnt Benedikt XVI. Auch, dass Papst Franziskus ihm seine Unterstützung ausdrückte. In welcher Form, wie dürfen wir das verstehen? Ganz deutlich, er hat angerufen und hat ihm gegenüber seine Solidarität, sein totales Vertrauen, sein mitbrüderliches Vertrauen und sein Gebet versprochen und hat ausgerückt, dass er also nicht versteht, wie auf ihn hereingeschlagen wird. Exzellenz, Papst Emeritus Benedikt XVI. Hat in seinem Brief auch erwähnt, dass er nun am Ende seines langen Lebens steht. Es liest sich fast wie ein Abschiedsbrief. Wie werden wir uns an Benedikt XVI. Erinnern? Was ist sein Vermächtnis? Manche Kommentatoren haben gesagt, dass dieser Brief so etwas ist wie ein spirituelles Testament. Ich bin, glaube ich, der gleichen Meinung. Es ist in bestimmter Hinsicht ein spirituelles Testament, weil er diesen Brief eben vor dem Angesicht Gottes geschrieben hat, und zwar als ein Mann, der glaubt. Ein Mann, der in seinem Bischofswappen das Wort aus dem Johannesbrief hatte, Cooperatores Veritatis, Mitarbeiter der Wahrheit.
Das war sozusagen eine rote Linie durch sein ganzes Leben, durch sein wissenschaftliches, durch sein persönliches, aber auch durch sein priesterliches und päpstliches Leben. Und diesem Motto weiß er sich verpflichtet und er hat alles getan, diesem Motto gemäß zu leben, auch im Hinblick auf die Wahrhaftigkeit, auch und gerade. Ich bin überzeugt davon, dass wenn diese Stürme einmal vorübergegangen sind und manches, was man ihm vorgeworfen hat, einfach abfault, ich sage es mal etwas in dieser groben Form, wird man einfach sehen, dass die Klarheit seines Gedankens, die Klarheit seines Werkes, aber auch das, was er getan hat, leuchtet und dass das für die Kirche, für die, die glauben, für die Gläubigen ein großer Schatz ist und aus diesem Schatz wirklich vieles hervorgehoben werden kann. Herr Erzbischof, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen.